Hallo, grüßt euch, hier ist Dagmar mit Dagmars Lichtstark und dieses Video heute heißt Angst ist eine Waffe. Und das ist mein Beitrag zu den Ereignissen, die zurzeit sehr viele Menschen in Angst und Schrecken versetzen, nämlich die Terroranschläge vom Freitag, den 13. in Paris und die Terrordrohungen bei uns in Deutschland und in Belgien und anderswo. Und ich möchte das heute als eine Inspiration euch auf den Weg geben, was ihr tun könnt, um mit diesen Dingen umzugehen und wie ihr euch anders verhalten könnt, als in Angst und Schrecken zu verfallen, so wie das die Kräfte möchten, die das inszenieren, und wie ihr das tun könnt, also wie ihr euch schützen könnt, wie ihr eine Gegenkraft bilden könnt gegen diese ganze Geschichte. Und ich sage dazu etwas, das ist von Bobby Klein. Der gibt einen Newsletter auf Englisch heraus, das sehr, sehr schön ist, immer mit Wochenlosungen aus dem chinesischen I Ching. Gibt es leider nur auf Englisch. Ich mache den Link unter dem Video für die, die Englisch können. Können Sie das bestellen als wöchentlichen Newsletter. Und es ist sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich es übersetzt und möchte euch das heute in diesem Video erzählen. Also, Angst ist eine Waffe. Und zwar eine Waffe derer, die schwach sind und verrückt. Und was machen wir jetzt? Der Donner erschüttert das Dach. Du gehst schlafen zurück. Großer Donner erschüttert das Dach. Dieses Mal wachst du auf. Und das ist genau, was zurzeit passiert. Wir sind so viele Male schlafen gegangen, obwohl es draußen gedonnert hat. Wir haben so viele Male die Decke über den Kopf gezogen und haben gedacht, komm, lass mich in Ruhe, ich schlafe weiter. Und diese Ereignisse jetzt zwingen uns aufzuwachen und eine Entscheidung zu treffen. Wer sind wir? Was wollen wir? Wollen wir uns dem Angst und Schrecken hingeben oder wollen wir etwas ganz anderes sein, weil wir nämlich in der Seele etwas anderes sind? Dein Bett wackelt, schreibt er. Es ist Zeit des Aufwachens zu klarem Bewusstsein. Du bist in den Grundfesten erschüttert durch bestimmte Ereignisse. Diese Ereignisse sind unvermeidlich. Denn es ist Zeit, aufzuhören, dich weiter anzulügen. Und wenn du jetzt denkst, wieso, ich lüge mich nicht an, dann sagt er, dein Schweigen ist die Lüge. Und wenn du jetzt zurück zum Schlafen gehst, wird es einen großen Rückschlag geben. Und du wirst in einer Welt aufwachen, die du sicherlich nicht haben willst. Und das ist genau der Punkt, um was es gerade geht. Wir sind in einem Punkt angekommen in der Weltgeschichte, wo wir nicht mehr einfach nur uns wieder schlafen legen können und denken, wird schon vorübergehen. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, werden die geschichtlichen Ereignisse so sein, dass wir lange Zeit in einer Welt leben müssen, die wir so nicht wünschen. Und die letztendlich ein Rückschritt ist, weil sie die Rechte und die Freiheiten und die persönliche Entfaltung des Einzelnen einschränken, um ihn unterzuordnen, um in ein großes Kollektiv und ihn letztendlich weiterzuhalten in so einem Sklavenbewusstsein, in so einem niedrigen Bewusstsein. Ich habe dazu schon mehrere Videos gemacht. Schau dir es gerne an, wenn es dich interessiert. Und das ist, was zurzeit passiert. Und diese Ereignisse, diese schlimmen Ereignisse, dienen dazu, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und sie in die Lage zu bringen, dass sie lieber die Decke über den Kopf ziehen und denken, wird hoffentlich an mir vorübergehen. Ich sage euch was, dieses Mal geht es nicht vorüber. Wir müssen uns entscheiden. Jeder Einzelne von uns muss sich entscheiden. Wo möchte ich sein? Wer bin ich? Bin ich ein Angstmensch? In meinem anderen Video sage ich Archontenfutter, also schau dir das Video über die Archonten an, da sage ich da mehr dazu. Oder bin ich
ein seelenvolles Wesen, ein kraftvolles Wesen, ein Wesen mit einem göttlichen Plan, die es eben nicht in ein Kollektiv der Angst verfallen will und eben nicht, wie das allgemeine Bewusstsein sich verhalten will, sondern das wie ein Leuchtturm sein möchte und wie ein Stern am Himmel für die ganzen Menschen, die jetzt in Angst und Schrecken sind. Also Bobby Klein sagt dann weiter, ruf deinen spirituellen Beistand. Und das ist so eine Sache in unserer Zeit. Wir haben oft keine spirituellen Beistände mehr. Und die, die früher Beistand waren, haben sich herausgestellt, dass sie selber höchst fragwürdige Ratschläge erteilen. Ich habe dazu einiges auch gemacht. Schau dir mal die Videos über den Papst Franziskus an zum Beispiel. Da wird einiges gesagt, warum jetzt dieser Mensch vielleicht nicht mehr der spirituelle Beistand sein kann, was man sich früher unter so einem hohen Kirchenführer vorgestellt hat. Also ist es heute schwierig, spirituellen Beistand zu finden. Wenn du zu den Menschen gehörst, die einfach keine Glaubensbeziehung mehr haben, die überhaupt nicht mehr wissen, wo soll ich mich denn hinwenden, da habe ich ein Video gemacht. Das ist das Polarstern-Meditationsvideo, Video Nummer 23. Das kannst du gerne mitmachen. Das ist eine Meditationsanleitung, wie du in dir selber Kraft und Ruhe findest, wie du dich zentrieren kannst und wie du aus der Angst rauskommen kannst in ein Gefühl der Sicherheit. Ich lade dich herzlich ein, dieses Video dir mal anzuschauen und vor allem auch mitzumachen. Da kann man mitmachen und es dann zusammen mit anderen tun und dann ist es stärker. Also, es geht weiter. Die Erschütterungen, die du fühlst, sind die Donnern der Kraft der Manifestation. Das ist ungemütlich, aber unumgänglich. Du bist in einem Zyklus von Geburt, Tod und Erleuchtung. Was bedeutet denn das? Wir sind in der Zeit von großer Manifestation und wir müssen uns aber fragen, was wird denn da gerade manifestiert? Und die herrschenden Kräfte, man kann schon sagen, die herrschenden dunklen Kräfte wollen ihre sogenannte neue Weltordnung installieren. Und das ist nun alles andere als eine freiheitliche Weltordnung. Und es gibt sehr viele Menschen auf diesem Planeten, die etwas anderes möchten und eben nicht diese letztendlich gegängelte neue Weltordnung, sondern eine neue Welt der persönlichen Freiheit und der individuellen Kraft. Und das ist etwas anderes, als was gerade so vom Massenbewusstsein und den Massenmedien und diesen ganzen Masseninstitutionen manifestiert wird. Also, wenn du etwas anderes möchtest, dann schau zu, dass du zu denen gehörst, die ihre Kraft dafür einsetzen, dass die wirkliche Freiheit manifestiert wird und nicht die sogenannte neue Weltordnung. Und Geburt und Tod. Altes stirbt, Neues kommt. Und um das Neue, das wirklich gute Neue zu manifestieren, müssen wir auch viel sterben lassen von den Dingen, die einfach nicht mehr richtig sind. Und dazu gehört vor allem, dass wir sterben lassen unsere Gutgläubigkeit und unsere Anfälligkeit für die Lügen, die uns tagtäglich erzählt werden. Denn die Lügen, die uns erzählt werden, steuern uns genau in die Richtung, die wir nicht haben wollen. Und zu den Lügen, die uns erzählt werden, gehört auch die Angstmacherei. Also, und in der Tat, Angst ist eine Waffe. Denn durch die Bedrohung mit dieser Waffe gehst du, wenn du nicht bewusst bist, in die Richtung, in die diese Kräfte wollen, dass du gehst. Und wenn du das nicht möchtest, musst du etwas tun, um die Angst zu besiegen. Und das ist unter anderem diese Meditation, die ich dir da anbiete, im Video 23. Bobby Klein sagt jetzt weiter, erkenne dich, keiner wird es dir sagen, wer du bist. Die Antwort ist in dir.
Deck die Lügen auf, bevor es zu spät ist und es ja als wahr akzeptierst. Es gibt einen Weg, das Tao. Das Tao, was ist das denn? Das ist ein chinesischer Begriff. Das sagt den Lauf der Welt, denn das Zusammenspiel der Kräfte, das Yin und das Yang, die Polaritäten, alles, was die Welt ausmacht und auch alles, was die Welt im großen überbegrifflichen Sinn steuert, das ist das Tao, die Schöpferkraft, die Schicksalskraft, alles, was die Welt und unser Leben bestimmt, ohne dass wir das jetzt unbedingt steuern können, das ist das Tao. Also letztendlich, wenn wir dem Fluss unseres Lebens folgen, furchtlos, mutig, ohne Angst, dann wird dieses Tao, also diese Schöpferkraft, der Fluss der Schöpfung, uns leiten und uns immer helfen, auch wenn wir als kleines Menschlein, Ego, nicht wissen, wie es jetzt gerade weitergehen soll. Das ist das Tao. Und dieses Tao, also diese innere Kraft, die wir dann finden können, die hat zu tun mit innerer Stille, Zentriertheit, hören auf die innere Stimme und sich leiten lassen von einem sehr intuitiven Weg. Also nicht sich leiten lassen von dem, was außen kommt und jetzt in Form von Angst zum Beispiel uns in eine bestimmte Richtung bringt, sondern leiten lassen von unserer Seelenkraft, leiten lassen von dem inneren Licht. Und das macht uns stark. Und dann kann draußen passieren, was will, dann sind wir trotzdem stark. Weil wer in sich selbst sein eigenes Licht gefunden hat, der ist gegenüber den Dingen, was im Außen passieren, sehr viel mehr immun. Den haut das nicht so leicht um wie andere Menschen, die immer nur nach äußeren Dingen schauen. Die können in dieser Zeit jetzt wirklich Angst bekommen, weil sie einfach nicht wissen, was soll ich denn jetzt machen. Also bring dich wieder in Verbindung mit deiner eigenen Quelle und lass dich nicht von den Torwächtern abschrecken, sagt er. Was ist das denn? Natürlich immer, wo wir einen Zustand erreichen, der nun wirklich der Erleuchtung nahe käme, da sind sehr viele Hindernisse davor zu überwinden. Aber wir sollen uns nicht abschrecken lassen von den Hindernissen, sondern einfach weitergehen auf dem Weg. Mach dir keine Sorgen, das Gegenmittel ist in dir. Also diese Lichtkraft in uns selbst, die ist der Weg. Also wir sollen in diesen schlimmen Zeiten, wenn im Außen etwas schlimm ist, unsere eigene Lichtkraft, unser eigenes inneres Licht mehr entfalten und unser Vertrauen auf diese Kraft. Und eben aufhören, unser Heil in unserem Segen immer nur im Außen zu suchen, sondern ihn im Innern zu finden. Dann sagt er, entscheide dich zu überleben. Sei offen und bereit für die Freude und Fülle, die du dir wünschst. Auch das ist wichtig. Und das zum Thema, was tust du, wenn jemand die Waffe der Angst auf dich richtet? Reagier nicht mit Angst, sondern entscheide dich zu leben. Entscheide dich, darüber zu stehen. Entscheide dich, diesen ganzen, ich sage immer Spöken, also Gespenstern, keine Macht über dich zu geben. Denn Angst ist immer etwas vor dem, was in der Regel gerade nicht ist, sondern irgendwann in der Zukunft ist. Und sehr häufig manifestiert sich das gar nicht. Es ist nur etwas in deinem Kopf. Es passiert dir gar nicht. Und deswegen entscheide dich, furchtlos zu sein. Entscheide dich, da drüber zu stehen, wenn jemand die Waffe der Angst auf dich richtet. Gut, und nochmal, wie sollst du das machen? Schau dir das Video 23 an. Das kannst du alleine für dich tun. Dann wirst du einfach viel
sicherer und ruhiger in dir selbst sein und wirst nicht mehr so viel Befürchtungen im Außen hegen. Und du kannst das auch zusammen mit anderen machen. Also und immer zu einer bestimmten Zeit, also sonntags, abends und mittwochs morgens, kannst du das dann mit anderen Leuten zusammen machen, damit es stärker wird. Also, alles Gute und ich wünsche dir, dass du dich dazu entschließt, ein ganz mutiger Krieger zu sein, und zwar ein Lichtkrieger. Ja? Und Krieger in Form, das gibt ein schönes Buch von Dan Millman, der spricht vom inneren Krieger. Also es geht überhaupt gar nicht darum, im Außen irgendetwas zu bekämpfen, sondern in sich selbst spirituelle Kraft zu finden, in sich selbst Stärke zu entfalten, um den äußeren Dingen mit Mut und Tatkraft im positiven Sinn begegnen zu können. Und das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Danke fürs Zuhören.